Rudi Völler ist bei uns. Er war beim Abendspiel in dienstlicher Funktion als DFB-Sportdirektor. Wir haben gerade eben gehört, Robin Koch hat gesagt, er möchte gerne dabei bleiben. Wie eng wird das für ihn? Ja, spricht ja nichts dagegen. Also hat Rubin hat eine sehr souveräne Leistung gebracht, eben als Abwehrchef. Ist ja unwahrscheinlich kopfballstark, fußballerisch, sich elegant gelöst aus schwierigen Situationen. Nein, spricht ja nichts dagegen. Zum Glück hat er jetzt beim letzten Länderspiel ist er zum Einsatz gekommen. Bei der letzten Länderspielperiode. Aber ein Konkurrent wie Süle, der lauert natürlich. Ja, natürlich. Du brauchst ja auch mehrere Spieler hinten in der Innenverteidigung. Auch für ein großes Turnier. Und das ist ja auch sein großes Ziel oder von uns allen dann die Weltmeisterschaft in den USA. Und im Moment spricht nichts dagegen, dass er dabei ist. Also ich freue mich für ihn, dass er jetzt nach diesen Einsätzen jetzt bei der Nationalmannschaft, das waren ja seine ersten, so ein bisschen Selbstvertrauen getankt hat und wirklich heute eine sehr souveräne Leistung gezeigt hat. Tim Kleindienst werden Sie sich auch angeschaut haben. Ein echter Neuner, davon haben wir gar nicht so viele in Deutschland. Heute ohne Treffer geblieben, was heißt das dann? Ja. Das ist halt auch dann das Schicksal eines Stürmers, wenn der eine gut gespielt hat, so jetzt Robin Koch als Innenverteidiger hat natürlich den Kleindienst sehr gut im Griff gehabt. Aber sicherlich trotzdem ein interessanter Spieler, auch kopfballstark, kann die Bälle gut festhalten, gut halten für die Nebenleute. Und Julian Nagelsmann und seine Co-Trainer werden es sicherlich beobachtet haben oder werden ihn schon beobachten auch in den nächsten Spielen. Und dann, den haben Sie aber weiter wie gesagt, das muss letztendlich Julian entscheiden. Den haben Sie weiter auf dem Radar. Über die Nationalmannschaft sprechen wir natürlich später auch noch. Jetzt kommen wir erstmal zu Ihrem Herzensverein in den 80er Jahren, oh ja. Werder Bremen. 97 Tore in 5 Jahren. Am 26. Oktober spielt Bremen gegen Leverkusen. Wem drücken Sie denn dann die Daumen? Ja, ich meine, ich bin ehrlich, auch wenn hier ein paar Bremer sitzen, habe ich schon gesehen. Nein, ich hatte wunderbare Jahre in Bremen. Die 5 Jahre in den 80ern, die waren sensationell für mich in meinen ganz jungen Jahren. Und natürlich bin ich danach, nach meiner aktiven Karriere, dann in Leverkusen hängen geblieben, war da, ich sage mir so gerne, habe eigentlich alles dort gemacht, als Spieler, zweimal als Trainer eingesprungen, Sportdirektor, Geschäftsführer. Und natürlich hängt mein Herz heutzutage natürlich an Bayer Leverkusen. Aber momentan natürlich vor allen Dingen an der Nationalmannschaft, klar. Das Topspiel der Fußball-Bundesliga lautet FC Bayern gegen Bayer Leverkusen. Das wird die erste richtige Prüfung für beide, Rudi Völler. Da gibt es dann auch das Aufeinandertreffen von Jamal Musiala und Florian Wirtz. Zwei, die sich in der Nationalmannschaft blind verstehen, die goldene Fußballzukunft Deutschlands. Haben Sie sich eigentlich die Rechte an dem Begriff Musiala schon sichern lassen? Ja, müssen wir die beide fragen dann auch. Also die. Nee, aber Sie als DFB. Ach gut, das ist ja meine Medienerfindung. Deshalb. Ja, aber dann macht's ein anderer und wird reich. Ja. Ja, das müssen Sie machen. Ich glaube, das ist ja mehr für die beiden persönlich gemeint, aber ich weiß ja, worauf Sie hinaus wollen. Also zuallererst, wir sind natürlich glücklich alle in Deutschland, dass wir so zwei so wunderbare Kicker in unseren Reihen haben. Und das vor allen Dingen, haben Sie gerade gesagt, noch für viele Jahre, sind ja beide noch sehr, sehr jung, aber beide schon Weltklasse. Und deshalb haben die beiden eine goldene Zukunft und hoffentlich wir auch in der Nationalmannschaft. Die spielen ja momentan nur in der Nationalmannschaft zusammen. Glauben Sie denn, dass die beiden als Duo beispielsweise auch eine Zukunft beim FC Bayern hätten oder gehen die sofort ins Ausland? Ja, heutzutage muss man für so Spiele natürlich auch viel Geld bezahlen. Das wird schon sicherlich nicht ganz so einfach für die Bayern. Erstmal mit Jamal muss ja dazu verlängern. Klar, das ist möglich. Der fühlt sich dort wohl. Bayern ist ja auch ein toller Club. Und Florian Wirtz, ich kenne ihn, seit er als 16-Jähriger zu uns nach Leverkusen gekommen ist, eine unglaubliche Entwicklung gemacht. Wirklich wird eine Weltkarriere machen. Davon bin ich überzeugt. Auch jetzt schon wieder in den ersten Spielen hat er, ob in der Nationalmannschaft, auch jetzt vor kurzem noch in der Champions League, jetzt in Rotterdam, ein unglaubliches Spiel hingelegt, wie heute auch Jamal Musiala. Also wo der dann am Ende landen wird, wenn er irgendwann mal aus Leverkusen weggeht, das weiß ich nicht. Aber das kann natürlich passieren. Da ist man in Leverkusen natürlich auch gewappnet, dass das vielleicht mal passieren kann. Aber derjenige, der ihn dann kaufen möchte, muss natürlich viel hinlegen, ja. Noch vielleicht ein kleiner Blick in die Glaskugel. Wer von den beiden wird denn als erstes Weltfußballer?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, gibt natürlich noch andere junge Spieler weltweit, die natürlich ein ganz hohes Niveau haben, aber beide haben das Zeug dazu, das zu schaffen. Und das Gute ist ja, dass ja beide natürlich eine ähnliche Position spielen können, aber es muss nicht unbedingt sein. Ne? Beide sind ähnlich, zwar in vielen Dingen auch, aber trotzdem sind sie ein Tick anders. Und deshalb harmonieren sie natürlich auch wunderbar. Beide sind wunderbare Vorbereiter, Dribbler, Torschützen. Also die Superlative, die hören ja bei den beiden nicht auf. Also als Weltmeister hätten sie sicher noch bessere Chancen, aber das liegt in der Zukunft, da kommen wir später vielleicht noch drauf. Es gibt noch einen anderen sehr jungen Spieler, der gerade durchstartet, Paul Wanner, den sehen wir jetzt gleich mit Heidenheim, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie scharf sind Sie auf den? Ja, im Moment, wer sich auskennt, weiß, im Moment spielt er ja auch für unsere U20 oder U21. Die Insider wissen natürlich, dass er Deutsch-Österreicher ist oder Österreich-Deutscher. Er hat, glaube ich, einen deutschen Vater, eine österreichische Mutter. Und, geboren in Dornbirn in Österreich auch. Genau. Und geht natürlich beides. Und das ist sicherlich, ich möchte gar nicht sagen eine Problematik, aber das ist eigentlich ein Fakt, das haben wir ja oft in Deutschland. Also haben wir mal versucht, Usun zu überreden, dass er weiterhin für Deutschland spielt, hat sich dann für die Türkei entschieden, aber das ist auch okay. Sie uns mal mit in diesen Prozess. Also wir wissen, Ralf Rangnick hat ihn auch schon nominiert, hat aber noch nicht gespielt und jetzt beginnt Ihr Job. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Sitzen Sie bei Familie Wanner dann in der Küche und lobpreisen den DFB? Ja, brauchen wir gar nicht. Also ich glaube, die Jugendtrainer, vor allem unter der Aufsicht von unserem jungen Direktor Hannes Wolf, hat den direkten Kontakt mit der Familie, auch mit ihm selbst. Er weiß natürlich, was er an Deutschland hat. Er spielt ja auch im Moment in der U20 oder U21. Und das ist natürlich auch enorm wichtig, dass wir so ein Spiel erhalten. Aber also meine Überzeugung, das hatte ich auch viele Jahre so in Leverkusen, weil wir auch oftmals auch Spieler hatten, die sich entscheiden konnten für eine andere Nationalität. Man muss es auch wollen. Man muss natürlich auch im tiefsten Inneren, im Herzen muss man das drin haben, dass man für die Nation spielen möchte. Also einen dann zu überreden, du musst jetzt unbedingt für uns spielen, auch wenn du vielleicht, wenn dein Herz jetzt an einer anderen Nation hängt, das ist sicherlich falsch. Also das muss von innen kommen. Dann hängt auch die Familie mit zusammen. Die Familie spielt auch eine wichtige Rolle. Und vor allen Dingen, was wir nicht machen, ich glaube, man sollte nicht irgendwas versprechen, was man am Ende nicht halten kann. Mhm. Natürlich überzeugen mit einer guten Arbeit, die man macht, dass wir auch mit Deutschland eine gute Nationalmannschaft haben werden und auch den Ehrgeiz zu haben, es dann auch in Deutschland in die A-Mannschaft zu schaffen. Das ist auch wichtig. Also Ausgang offen, aber vielleicht unterhält er sich ja mit Jamal Musiala. Da gab es ja einen vergleichbaren Fall, der hätte auch für England spielen können, hat sich am Ende für Deutschland entschieden. Erst nach der Weltmeisterschaft dann noch eine große Trainerzukunft haben. Also, dass er in naher Zukunft zu Hoffenheim wechselt, das halten Sie für ausgeschlossen? Ja. Im Moment schon, ja. War ja ordentlich auch Bewegung rund um die deutsche Nationalmannschaft in den vergangenen Monaten. Boris Kramer sortiert das jetzt erstmal für uns. September 23. Julian Nagelsmann, sein erster Tag als Bundestrainer eines kriselnden Teams mit kühner Vision. Sommermärchen 2.0, das ist die Idealvorstellung. Zum Auftakt dieser Mission geht's nach Amerika. 3-1 gegen die USA. Remis gegen Mexiko. Dem gelungenen Start folgt der Absturz. Das Heimdebüt gegen die Türkei knapp verloren. In Österreich chancenlos. Kritik an Einstellung, Aufstellung und Auftreten. Der Bundestrainer unter Druck. Eine Rückkehr von Toni Kroos in die Nationalelf. Ist ein interessanter Gedanke. Der Realität wird zurück im DFB-Dress im März. Gegen Frankreich, Großpass auf Wirtz, die Initialzündung nach nicht mal 8 Sekunden. Sieg auch gegen die Niederlande, dem Nagelsmann-Team glückt der Restart. Es geht ungeschlagen in die Heim-EM. Nach klaren Siegen in der Vorrunde die Euphorie riesig. Im Viertelfinale das Aus, nach hartem Kampf gegen den späteren Europameister Spanien. Ich habe mir sagen lassen, dass es nicht oft der Fall war, dass nahezu jeder Spieler, der das Camp verlässt, Tränen in den Augen hat. Das ist, glaube ich, schon ein großer Verdienst von allen. Ihr Verdienst, die DFB-Elf, eine Einheit, wie lange nicht. 2 Monate und 4 Rücktritte von Kroos und Müller, Neuer und Gündogan. Später im September Nations League gegen Ungarn und die Niederlande.
Der Geist der Heim-EM lebt mit neuem Ziel, die WM in Amerika 26. Julian Nagelsmann, seit ziemlich genau einem Jahr ist er jetzt Bundestrainer. Das atmosphärische Ziel, sage ich mal, das hat er schon erreicht. Wir haben unsere Mannschaft wieder gern, aber das kann ja nur ein erster Schritt sein, wobei der ist nicht zu unterschätzen möglicherweise. Ja, das ist enorm wichtig. Also man hat es ja gerade gesehen, als wir nach den beiden Niederlagen gegen die Türkei und in Österreich, das waren bittere Monate danach, bis zur nächsten Länderspielabstellung, und da haben wir viel Kredit verloren. Und danach hat Julian wunderbare Entscheidungen getroffen, Kader ein bisschen umgestellt, klare Ziele rausgegeben, dann auch schon für die EM. Und wir hatten dann zwei unglaublich schwierige Spiele in Frankreich und zu Hause gegen die Holländer, kurz vor der EM, und die haben wir beide gewonnen, auch richtig gute Leistungen gebracht. Das war so ein bisschen der Schlüssel, dass die Stimmung dann wirklich dann auf unserer Seite geschlagen ist, und wir haben es wirklich dann auch verdient, auch wenn es nur das Viertelfinale war, aber wir haben gegen die beste Mannschaft dann leider verloren, kurz vor Schluss. Aber wir haben wieder, und das ist enorm wichtig hier in Deutschland, wir haben nach vielen Jahren wieder die Liebe und die Anerkennung der Menschen zurückgewonnen, und das hat man jetzt schon wieder gespürt nach der EM, gleich das erste Spiel gegen die Ungarn, tolles Spiel, und jetzt noch in der Niederlande, bei den Holländern, auch wieder eine sehr gute Leistung. Natürlich wird man dieses Niveau vielleicht nicht jetzt komplett in jedem Spiel über die zwei Jahre halten können, aber wichtig ist, dass die Menschen wieder an uns glauben, und ja, wir wollen uns natürlich auch erstmal qualifizieren für die WM und dann noch eine gute WM spielen. Und die Liebe bleibt natürlich auch nur, wenn die Mannschaft dauerhaft sportlich überzeugen kann. Man muss sagen, offensiv hat das super geklappt zuletzt. Defensiv ohne Antoni Rüdiger noch nicht so. Werden wir jetzt im Oktober in den Spielen nochmal einen anderen Kader erleben? Ja, das ist ja schon so mal die Basis. Hat sich auch relativ wenige Veränderungen gegeben seit der EM. Und die zurückgetreten sind, die waren natürlich nicht mehr dabei. Aber wie vorhin schon gesagt, natürlich gibt es für den einen oder anderen immer mal die Möglichkeit, auf den Zug draufzuspringen. Das gab's ja immer, egal, und da bin ich jetzt von Julian Nagelsmann, sieht das genauso. Wenn eine gute Leistung bringt in der Bundesliga oder im Ausland, dann hat er sicherlich die Chance verdient, dazu zu gehören. Aber da der Stamm, der jetzt erstmal steht, der ist natürlich erstmal gesetzt. Das ist genau die Frage, weil Julian Nagelsmann ja auch so schwärmt von der Chemie in der Truppe. Wie schwer ist es denn aktuell, in diese Mannschaft reinzukommen? Ich frage auch für Leroy Sané, für Serge Gnabry, für Niklas Süle, für Julian Brandt. Naja, wie gerade beantwortet, es wird immer mal klar Härtefälle geben, dass Spieler nicht dabei sind. Jetzt hatten wir natürlich auch alle gesund dabei. Ich weiß, es war die erste Länderspielabstellung jetzt im neuen Jahr. Wir haben jetzt noch 4 Länderspiele in diesem Jahr. Und klar, es gibt unglaublich viele Spiele für die Nationalspiele, Champions League, Europa League, Bundesliga, Pokalspiele. Und dann wird es natürlich auch mal den einen oder anderen verletzten Spieler geben. Das bleibt nicht aus. Da musst du ja wieder den Kader auffüllen. Aber ist gut, wir haben 2 Jahre Zeit. Julian Nagelsmann hat Zeit, 2 Jahre lang den besten Kader zu finden. Natürlich immer unter der Prämisse, wir müssen uns natürlich auch qualifizieren, klar. Sie sind aktuell DFB-Sportdirektor auf Zeit, auf jeden Fall bis zur WM 2026. Dabei wollten Sie ja längst schon aufgehört haben. Ja. Wie oft insgesamt schon? Ja, nein, im Grunde war es ja vor knapp 2,5 Jahren, als ich in Leverkusen aufgehört habe, hatte einen wunderschönen Abschied im Stadion, danach noch eine wunderbare Feier gehabt, und wir haben noch, kann man gar nicht glauben, wir sind Dritter geworden damals, haben wirklich eine richtig gute Saison gespielt, war ein schöner Abschied für mich, wir sind direkt in die Champions League gekommen, und danach noch besser, ich war ja dann kurz im Aufsichtsrat, musste natürlich dann wieder raus, weil ich dann zum DFB gegangen bin. Aber natürlich, das weiß ja jeder, meine Nähe zu Bayer Leverkusen. Das ist ja auch selbstverständlich. Aber nichtsdestotrotz drücke ich immer allen die Daumen, dass ich keiner verletze von den deutschen Nationalspielern, auch in ein paar anderen Vereinen. Und freue mich vor allem international. Das war ja auch diese Woche so, wenn die Bayern dann ein traumhaftes Spiel abgeliefert haben. Oder die Stuttgarter, haben wir ja gesehen, in Madrid auch. Aber Sie drücken sich gerade super um eine Antwort, Herr Füller. Ja. Denn das Problem ist ja, wenn der deutsche Fußball am Boden liegt, egal wo jetzt, im Verein oder auch national, dann wird eine Taskforce eingesetzt, und die endet gefühlt immer bei Rudi Völler. Warum ist das so?
ja, weil der Einzige, der dann da sitzt, der dann, ja, alle gucken mich dann an und dann muss ich dann machen. Aber ich, glauben Sie mir, das kann ich Ihnen versichern, das wird das letzte Mal gewesen sein. Ja, weiß das Ihre Frau auch? Mit Sicherheit. Ja, nimmt die Sie noch für ernst, voll? Nee, reicht. Die Frau Sabrina, die natürlich die ganzen Jahre auch an Ihrer Seite war, das Pech ist ja, das funktioniert ja am Ende auch meist. Vor ziemlich genau einem Jahr, da haben sie sich einmal auf die Trainerbank gesetzt. Das war das Testspiel gegen Frankreich. Es folgte ein Sieg und damit aber auch der Stimmungsumschwung des Jahres. Da, wo sie auftauchen, Rudi Völler, da passiert irgendwas. Was ist denn das? Was soll ich da drauf antworten? Also glauben Sie mir, ich war auch schon Trainer, da haben wir wichtige Spiele verloren. Oder auch in die junge Frau Position. Wollte helfen, was passiert da? Weil er es kann, sagt sie. Nein. Also Spaß beiseite, ich habe auch schon, ausgeholfen und es ist mal schief gegangen. Also das passiert natürlich auch. Also nur gewinnen geht dann auch nicht. Aktuell heißt der Nationaltrainer Julian Nagelsmann, auf jeden Fall auch bis zur WM 2026. Ja. Ist es eigentlich schon verbrieft, dass er dann aufhört? Also bei mir ist es verbrieft, bei ihm, klar, ist es eine persönliche Entscheidung. Ich glaube, es gefällt ihm, ja, Nationaltrainer zu sein. Das ist, sagt er mir immer wieder. Klar. Er sagt, Sie sind wie eine Vaterfigur. Was erzählt er dem Papa? Ja, wir haben natürlich ein tolles Verhältnis. Klar, wenn man lange zusammen ist, wir telefonieren natürlich oft, wenn man lange bei einer Europameisterschaft im Trainingslager ist, da sitzen wir natürlich auch mal länger zusammen und redet natürlich meistens über Fußball, aber über andere Dinge. Klar habe ich ja einen gewissen Vorsprung an Erfahrung, auch im privaten Bereich. Und dann spricht man sich mal aus. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass er weiß, das habe ich auch schon bei Hansi Flick gemacht, dass er weiß, dass er sich auf mich verlassen kann, selbst in Phasen, nicht so wie jetzt. Jetzt ist ja einfach. Wir spielen super, wir gewinnen, dann ist es immer einfach. Aber weiß, in schwierigen Situationen wie damals, als wir dann, wie eben gesagt, die beiden Spiele verloren haben gegen die Türken und in Österreich, da wurde ja auch ein bisschen in Frage gestellt. Und dann haben wir, und das auch dann nochmal auch wichtig zu sagen, auch beim DFB, der ja auch oft kritisiert wird, da haben wir Bernd Neuendorf und auch der neue Geschäftsführer Andreas Rettich, da waren wir uns sofort einig. Das ist jetzt genau der Moment, dass wir versuchen sollten, mit Julian zu verlängern. Obwohl wir wussten, dass natürlich auch bei München an ihm dran ist. Und da haben wir es natürlich hinbekommen. Das war wichtig. Ja, es gibt aber dann noch einen anderen, der möglicherweise irgendwann wieder auf dem Markt ist. Der heißt Jürgen Klopp. Redet gerade jemand mit dem? Wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt zu ihm? Also mit Jürgen Klopp auch schon eine Weile her. Er war ja auch lange im Ausland. Klar, ich schätze ihn natürlich und da braucht man keinen Hehl draus zu machen, dass Jürgen Klopp eine unglaubliche Karriere gemacht hat, immer noch macht. Ne? Ich meine, das ist letztendlich ja immer seine persönliche Entscheidung. Ich will jetzt gar nicht drum herum reden, ich weiß ja gar nicht, was er machen möchte, mal nochmal. Aber hätten Sie die gerne als Bundestrainer? Also wenn Julian Nagelsmann irgendwann sich entscheiden würde, dass er lieber wieder einen Top-Club in Europa oder in Deutschland trainieren würde, klar, dann geht natürlich kein Weg an Jürgen Klopp vorbei, wenn er es dann möchte, ist doch klar. Die Frage ist ja, möglicherweise kommt ja noch ein ganz anderer in Frage. Was ist denn mit Sandro Wagner? Also das Duo Nagelsmann-Wagner, das funktioniert astrein. Also wenn man sich diese Bilder anschaut, die funktionieren automatisch miteinander. Und das wäre ja auch nicht das erste Mal. Bei der Szene nicht jetzt, klar. Das war cool, oder? Ja. Also offensichtlich, die sind irgendwie miteinander verbunden, man kann es nicht erklären. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Co-Trainer übernimmt. Auch das ist sicherlich möglich. Aber wie gesagt, viele Dinge hängen ja von Julian Nagelsmann ab. Klar, Julian hat ja mittlerweile auch einen Ruf, in nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, um Top-Clubs zu trainieren. Das hat er sich erarbeitet in seinen jungen Jahren. Und er wird es selbst entscheiden, was für ihn das Beste sein wird, ob er Nationaltrainer bleiben möchte, über die WM hinaus oder ob er wieder einen Top-Club trainieren wird. Mit Sandro, ohne Sandro, das wird man dann sehen. Ja, aber die nächsten Jahre werden spannend. 2026 könnte der DFB wieder bei Null stehen, wenn Nagelsmann aufhört. Sie wollen aufhören, dabei bleibt's? Ja, natürlich. Nein.
Nein, da bleibt natürlich bei. Was ja wichtig ist, unabhängig von irgendwelchen Bundestrainern, das Wichtigste ist, sieht man ja auch bei den Clubs, das Wichtige ist natürlich, dass wir sehr gute Spieler haben. Im Moment haben wir wieder sehr gute junge Spieler dabei, ne, die auch ihre Leistung abrufen. Und dann ist natürlich auch ein Trainer wichtig, aber wichtig sind natürlich auch die Spieler. Und ich glaube, egal wer dann Bundestrainer wird nach der Weltmeisterschaft, der wird eine gut funktionierende Mannschaft vorfinden, ganz sicher. Und es wäre aber auch sträflich, wenn Sie sich nicht schon Gedanken über Ihre mögliche Nachfolge machen würden. Da ist ein Name, der immer wieder fällt, Thomas Müller, ein Spieler auf höchstem Niveau, ungemein beliebt, so wie Sie. Er kann auch mit den Medien. Wäre das so das Profil, das Sie suchen? Ja, das ist ja oft so in diesem Geschäft, dass, klar, Thomas, wenn er dann irgendwann mal aufhört, weiß man ja nicht, wie lange ja, Thomas noch das spielt. Das weiß man ja immer nicht, ne? Das gilt aber nicht nur für Thomas Müller, es gibt ja noch den einen oder anderen, auch in diesem Geschäft oder der sagen wir mal, vom Intellekt oder auch von seiner Ausstrahlung, von seiner Erfahrung. Sagen Sie mal noch einen Namen. Nee, weil ich werde es jetzt nicht machen, da wird er wieder gehandelt. Nein, es gibt einige, die das natürlich können. Man muss es natürlich auch wollen. Ne? Ich war diese Generation der Spieler jetzt, die natürlich dann, wenn sie irgendwann aufhören, ja, gibt's, was machst du? Gehst du in die Geschäftsführung, gehst du ins Management, gehst du Trainer? Das ist natürlich auch Arbeit. Ne? Das bedeutet natürlich, dass man nach vielen, vielen Jahren als Fußballer natürlich auch weiterhin Tag für Tag dann in dieser Tretmühle drin ist. Und das muss man wollen. Mhm. Das ist wichtig. Und wenn Sie dann irgendwann mal den letzten Tag hinter sich gebracht haben, Herr Völler, worauf hatten Sie schon immer mal Lust? Was wollen Sie unbedingt noch machen im Leben? Boah. Also ein Horst Rubisch zum Beispiel, ja. Der fährt in der ganzen Also angeln Geschichte werde ich rum. Nicht, ich weiß, der Horst ist ein begnadeter Angler. Ich glaube, der Sohn von Horst Rubisch, der ist sogar Weltmeister im Angeln. Ja, ja. Der macht das professionell. Also ich werde weiterhin Fisch essen, meine Seezunge esse ich dann trotzdem bei meinem Lieblingsitaliener, aber angeln werde ich ja nicht, na, das ist sicher noch. Aber was ich mache, ich will vielleicht ein bisschen Golf spielen. Ich habe es ja erzählt, vor 2,5 Jahren von meinen Mitarbeitern, vom ganzen Club, ein wunderbares Golfset geschenkt bekommen. Und Handicap? Ja, ich habe noch nicht, ich habe keine Ach, Zeit. Ach, Sie haben noch gar nicht? Ich habe keine Zeit. Nicht arbeiten. Ja. Also das wäre was. Ja, ja. Das wäre dann ein schönes Abschiedsgeschenk, ein Golfkurs. Ja, doch, ja. Oder ich bring's mir selbst bei. Ja. Ich bin selbstbewusst in solchen Dingen, genau. Also, wir sind wirklich sehr gespannt, wie diese nächsten Jahre weitergehen und drücken. Aber ich glaube, da kann ich auch für unser Publikum heute Abend sprechen, der deutschen Fußballnationalmannschaft, alle die Daumen Dankeschön. Auf der Reise zum möglichen Titel. Das muss ich Sie noch eben fragen. Julian Nagelsmann hat ja ganz offen die Devise aufgegeben. Also er möchte gerne Weltmeister werden 2026. Sind Sie einer, der da einstimmt oder sind Sie eher abwartend und sagen, dann schauen wir mal? Ich habe es eben gerade gesagt, ich bin, sag mal, vielleicht ein Tick vorsichtiger. Wir müssen uns erstmal qualifizieren. Ne? Wir werden es schaffen, da bin ich von überzeugt. Und wenn wir es ähnlich machen, vielleicht sogar noch ein Tick besser, weil wir dann auch 2 Jahre Erfahrung mehr haben mit unseren jungen Spielern, gehören wir sicherlich zu den 4, 5, 6 Nationen, die Weltmeister werden können. Da bin ich fest von überzeugt. Und Nations League-Titel ist auch nicht so schlecht. Wie bitte? Nations League-Titel wäre auch nicht so schlecht. Das wäre auch okay, obwohl WM-Titel ist dann schon wichtiger. Ne? Klar. Rudi Völler, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Nochmal, er ist einer der wenigen, die 5-mal an der Torwand getroffen haben. Und heute gibt es dann die nächste Chance in wenigen Minuten. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Dankeschön. So, wir machen weiter in der Fußball-Bundesliga. Vor dem 4. Spieltag warten noch 3.